Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit eurem Xarok. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los und ihr seht schon, ich bin happy. Das bedeutet, mein Internet geht wieder. Ja, wirklich, war seit gestern so ab 2, 3, ja so 2, glaube ich, war es gewesen, ging das Internet plötzlich wieder. Es war nicht mal jemand da gewesen. Ich vermute mal stark, dass dieser nette Techniker wahrscheinlich einfach wirklich tatsächlich an dem Verteiler war, da irgendwas gemacht hat und dann gesagt hat, so, jetzt geht's wieder, jetzt kann ich nach Hause fahren. Also anders, da kann ich es mir nicht vorstellen. Und ich bin natürlich total happy, dass es wieder geht, denn es wäre ab heute mega, mega kacke oder eng. Und es ist auch jetzt schon sehr eng. Also ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Und zwar zeige ich euch mal meinen Plan, wo ihr sehen könnt, was ich wie, wann und wo machen muss oder will. Und ja, kann ich euch mal kurz zeigen. Und zwar heute Fischschinken-Simulator habe ich gestern Abend noch hochgeladen, also reingetan. Ist heute fertig geworden. Also das habe ich jetzt noch geschafft. Da kann ich mir jetzt einen schönen X hin machen. Muss ich nachher bearbeiten. Kommt um 12. Dann haben wir Scrap Mechanic, das passt Marsiana. Das konnte ich gestern schon fertig machen. Das war schon hochgeladen. Konnte ich mit dem Handy fertig machen. Hier sieht man zum Beispiel, hier ist einmal Scrap Mechanic ausgefallen. Ich weiß euch, Leute, in den ganzen Jahren, wo ich Scrap Mechanic Let's Play, man sieht jetzt hier nur 2018, ist Scrap Mechanic nicht ein einziges Mal ausgefallen. Nicht ein einziges Mal. Und hier einfach zack, ging nicht anders. Da ist ausgefallen, einfach komplett durchgestrichen. Traurig, schade. Tja, ist halt so. So, dann Trailmakers muss ich jetzt dann machen, unbedingt. Also das muss ich machen und noch heute hochladen. Bis 15 Uhr muss es fertig sein. Dann für morgen natürlich auch. Und dann ist schon Juni fertig. Dann kommen wir zu Juli. Montag ist jetzt nicht so das Problem. Das mache ich dann in der Früh fertig. Dann habe ich ja bis 18 Uhr Zeit, das hochzuladen. Und da ist auch hier alles schon fertig. Bis auf Trailmakers. Also meine Aufgabe für heute, Trailmakers 3 Folgen mindestens. Dann on the road. Das kann ich eigentlich alles nächste Woche machen. Also on the road werde ich dann mal einen Zug durchziehen, 4 Folgen machen. Dann mal schauen, vielleicht mache ich auch nachher gleich die 3 anderen Trailmakers-Folgen noch mit, den Zug durch. Scrap Mechanic mache ich dann am Montag fertig. Ja, wie man sehen kann, Far Cry war ich recht erfolgreich. Da war ich echt sehr, sehr fleißig gewesen. Internet ging nicht und da habe ich mir gedacht, was mache ich denn, wenn kein Internet geht? Ja, dann habe ich gedacht, ach, dann kann ich ja Far Cry machen. Habe ich, glaube, bis 50 war fertig, also bevor das Internet nicht mehr ging, 50 war fertig. Und 51 bis 65 habe ich jetzt in die 2 Tagen aufgenommen. Also schon ordentlich, ich glaube, einmal habe ich 10, einmal 9, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, eigentlich ganz, ganz passabel, bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich so viele Folgen im Stück hingekriegt habe. So, ja. Ja. Meine Erfahrung ist jetzt natürlich nicht so lang. Ich bin ja fast schon davon ausgegangen, dass es 1-2 Wochen dauern wird, bis mein Internet wieder geht. Dann wäre das natürlich ein sehr interessanter Vlog geworden mit Zugserscheinungen. War jetzt halt so nicht. Also wir haben es überlebt. 3 Tage maximal. Also eigentlich 1,5. Ganz 3 Tage waren es ja nicht. Aber ja, genau. Freut mich natürlich. Aber ein bisschen schade schon, weil ich doch gerne das weiter verfolgt hätte und geguckt hätte, wie man das macht, wie ein Vlog dann wird, vor allem, wenn man sagt, Tag Nummer 10, ohne Internet. Das wäre natürlich schon krass geworden, aber lieber so, weil es ist ja scheiße, wenn kein Video kommt, als wie, wenn man erfährt, wie es ist, wenn man kein Video machen kann. Klingt irgendwie komisch, ist aber so. Und ja, muss ich sagen, vielen Dank. Könnt ihr mal schreiben, was ihr gemacht hättet in den 3 Tagen. Bei mir hat es ja in den 3 Tagen geregnet und deswegen konnte ich auch gar nicht so viel machen, außer halt meine schönen Videos produzieren, vielleicht ein bisschen was drin zu machen. Und jetzt werde ich die Vlogs bearbeiten, hochladen nach und nach. Und da kommt ja dann auch das Schlangen-Vlog, was ich auch noch hochladen dann. Und darauf freue ich mich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so voll ist, like da lassen und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr gemacht hättet. Peace!